Jo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Walking Dead Season 1 Episode 4. Wir sind hier in dem verlassenen Haus stehen geblieben, was noch recht robust ist. Wir sind ja hier eingebrochen sozusagen. Und wir müssen jetzt Clementine suchen. Ich würde sagen, wir fangen hier hinten an. Wir checken Tür für Tür ab. Hindurch? Achso, ich dachte schon hindurchgehen. Ha, das wäre ja komisch gewesen. Don't see her out there. Ich dachte, du würdest mal einen anderen. Oh, was ist mal da oben? Clementine, you up there? Shit, where could she be? Das ist eine gute Frage. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal im Badezimmer nach. Die Intimsphäre. Hier. Die Wände sehen komisch aus. Aha. Es geht also von. Vom Badezimmer direkt zum Schlafzimmer. Keine Zeit für sowas, aber Hygiene ist doch ganz, ganz wichtig in der Zeit der Zombie-Apokalypse. Hello. Oh, Molly. What are you doing? Oh, you know, just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. Where's Clementine? Don't ask me, I'm not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why don't you go bug them? Na, Molly, nicht so böse sein hier. Jetzt gibt's Ärger. Dahinter wird sie sich nicht verstecken. I don't care about that. I just want to find Clementine. Ich dachte schon, er hat jetzt in die Kisten nachgeguckt. Keine Spur von hier drin. Gut, also dieser Verbindungsraum ist dann auch fertig. Was haben wir hier noch gehabt? Achso, Molly. Ja, ist egal. Molly, I don't care. So, da hinten haben wir noch dieses komische Arbeitszimmer, ne? Und dann noch diesen einen Durchgang. Clem? Clementine? Ich gucke mich trotzdem erstmal hier oben um. Wer weiß, was hier trotzdem noch so schönes ist. Auch wenn Molly sagt, sie ist unten, kann man ja dennoch mal hier oben gucken. Ob hier nicht doch noch irgendwas ist. Clementine? Na, glücklicherweise scheint ja alles safe zu sein. Und so lässt. Oh, der Schrank ist offen. Clem, you in here? Eigentlich ist da gleich ein Walker raus, kommt er. Clementines Zeichnung, sie war hier drin gewesen. Sie hat Lee gezeichnet, wie er den Hund begraben hat. Oder den Jungen und den Hund. Eieiei. So, achso, da geht's gar nicht lang. Oh. Ach, das scheint ein Fenster zu sein. Ah, verstehe. Ich dachte, es wäre ein Durchgang gewesen. Aber jetzt gehen wir mal unten. Und zu gucken, ob Clem wirklich da unten sei. Oder ist. Clementine! Come out, please! Aber hier ist doch keiner, oder? Kenny? Oh, hey, you made it back. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Betrunkene Leute sind immer böse. Where'd you get the bottle? Found it. You want to throw down again like back on the train? Because I fight better when I'm shit-faced. Kenny, come on, give me that. Kenny, give me the damn bottle. Get the fuck away from me. Getting wasted's not gonna help anyone. Yeah? Well, what is? We are fucked! Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us, that crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink? Nein, Ben. Böser Ben. Hör auf damit, Ben. Ben. Nein, Ben. Lass das, Ben. Guter Ben. Gut, aber hier unten ist sie nicht. Sie ist nicht bei Ben. Doesn't look like she's in here. Ah, da hinten waren wir auch noch nicht gewesen. Da gehen wir mal ganz kurz rein. Where are you? Die Uhr wollten wir abchecken. Wir wollten mal die Uhr abchecken. Es ging auch mal, aber anscheinend jetzt nicht mehr. Not
under here. Ich denke mal, sie wird draußen sein. Nur mal so grob geschätzt. Ja, um hier rumzubrüllen. Grob geschätzt würde ich sagen, sie ist draußen am Grab. Aber das ist nur Vermutung von mir. Ich gehe jetzt einfach mal hin. Ich meine, wir haben jetzt eh alles abgesucht. Wo sind eigentlich die anderen? Ich meine, Omid und hast du nicht gesehen? So, Gartentür und Tier. Achso, hier vielleicht auch noch. Aber eigentlich der Besen drin, der uns entgegenkommt? Ich sah, ne? Glaube schon. Gut, dann gehen wir mal. Clementine! Where are you? In den Garten raus. Alter, hör auf rum zu brüllen, ey, du machst mir Angst. Clementine? Oder haben die Omid begraben? Clementine! Es sieht ziemlich. Oh, 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 oh. Oh. Warum? Was hat sie getan? Achso, sie sind Schuppen rein. Ah, okay, verstehe. Naja, ich hab das Ding schon gesehen. Den Lüftungsschacht. Okay, aber zumindest auch keine Walker, das ist schon mal gut. Nicht, dass die da wieder rausgekrabbelt sind. Nee, die sind da immer noch. Keine gute Erinnerung für ihn. Nee, jetzt glaube ich, ist ja auch nicht durch. Da wäre sie ja selten dämlich. Nee, sie ist schon in der Lüftung, ist schon richtig. Ich wollte trotzdem noch mal alles abgucken. Busch. Kann man viele, viele Dinge angucken. Aber das ist mir halt direkt gleich aufgefallen, diese Lüftung. What the hell happened back here? Ey, lass mich rein, Alter. What the? Okay. Oh mein Gott. Ich denke mal, es wird nur Clementine sein. Ich meine, wer sonst kann da durchkrabbeln? Umgebumst. What were you doing in there? Exploring and look what I found. Ein Auto? Bestimmt. Oder ein Boot. Yay! Yeah. Krasser Shit. Gell? Sehr nice gemacht. Oh, Kenny. Er ist fassungslos. Krass. Aber jetzt dämmert es langsam. Es ist. Ah, weiß nicht. Nee, funktioniert nicht mehr. Krass. Wir haben ein Boot, Leute. Wir können abhauen, fliehen. Und Molly und der Arzt sind immer noch hier. Molly wollte eigentlich weggehen und der Arzt eigentlich wieder zurück. Omid's doing okay? As well as can be expected under the circumstances. I did what I could for him. Cleaned out the wound. But he's got a real infection. Running a fever. Without antibiotics, I... Will you quit pacing? You're making everyone nervous. Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? Will? You want the good news or the bad news? Die schlechte ist, wir wollen es hinbekommen. Let's get the bad news out of the way first. Bad news is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. So what's the good news? That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Other than that, she's good to go. Well, how are we supposed to get that stuff? Ach, Molly kann noch ein bisschen suchen.
Sounds like Crawford is the one place that has everything we need. Maybe we should try there. Now hold on a minute. Surely we have to try. If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man, might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. That's putting it mildly. There's got to be some way we can sneak in there undetected. There might actually be a way. Sneaky! I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance. Yeah, actually. Check! I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need, and get out before they even knew what hit them. That's actually not the worst idea I've ever heard. I mean, it's close, but I don't know. Maybe it could work. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. And what do you want in return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? We're going to Crawford? Anyone else have a problem with this plan? Because we're gonna need every one of us to pull this off. Man, I don't know. I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? Komm schon, Ben. Tonight, under cover dark, I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. Krass, der geht einfach mal in der Abenddämmerung, geht einfach los. I told you to stay in your room. How long have you been there? Is it going to be dangerous? Is what gonna be dangerous? Crawford. I can't lie to you, Clem. Yeah, it's gonna be dangerous. But it's the only way to get the things we need to make Omid better and get the boat working. That's why we have to do this. Do you understand? I don't want anyone else to die. Neither do I, Clem, but sometimes we have to take that kind of risk. I guess I should go get ready. Say what now? You said you'd need all of us to do this, and you said I'm a big help, remember? Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? I don't think I'll find them in Crawford, sweet pea. Why not? Because they're good people. And Crawford is a bad place run by bad people. I don't think they would have stayed in a place like that. How do you know they're good if you've never met them? Well, they raised you, didn't they? Aww. Can't I come with you? Okay, you can come, but you have to promise to stay quiet and do exactly what you're told the whole time we're there. Okay, I'm gonna go get ready. Ich denke, wenn sie Lee verlieren würde, wäre es für sie wahrscheinlich eh vorbei. Dann tüfteln noch weiter am Boot rum und Mitternacht geht's los. Auf nach Crawford unter der Kanalisation.
Mit Molly. Ja, mit Molly haben wir auf jeden Fall einen guten Fang erwischt. Check out what I found in the garage. Hatchet, hacksaw, some other tools. Might come in handy on this little break-in. Nice. Can I talk to you a minute? Na, er wird jetzt dafür rüberhin, dass Clementine. She's a 30-footer. So? So, we're gonna have a capacity problem. Boat that size ain't gonna hold more than 5 people. Even with one of them a kid. Me, you, Clem, Krista, Omi, Ben, Molly. Assuming everyone makes it back alive, that's still one too many. Even if we cut Molly loose. Before this is over... Ich weiß, welche zwei ich rausnehme. Not serious. Look, I'm just saying, if we want the best chance of... Boah, noch mehr Leute, die damit wollen. Who the hell is this? This is Bree. She can help us. Help us how? I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. With her help, we're in and out faster. Anyone have a problem with that? I guess not. Then what are we waiting for? Let's get moving. Es sieht total geil aus, Molly, wirklich. Wie so ein richtiger, ja, Stadtüberlebender sozusagen. Hold up just a sec. Total cool. Ready? Ready. Hey, whoa, hold on a minute. You're not taking her with us. Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is? If you take her in there and they find her... This isn't up for debate, Vernon. Decision's made. For what it's worth, I don't think it's a great idea either. She's coming. Deal with it. You heard the man. Let's move out. Wir kriegen ein Beil. Na, das ist ja nett. Das muss total geil sein, auch wenn es absolut tödlich ist, aber durch die Stadt voll mit lebenden Walkern oder toten Walkern. This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Okay, people. This is it. Remember the plan. We stay quiet. We stay hidden. And we stay together. We find what we need. And we get the hell out before anyone even knows we're there. Got it? And that part about staying close, that goes double for you. Auf geht's. Ich werde mich wahrscheinlich nach oben umsehen müssen, oder? Achso, ist ein Gulli. Hallo, ist ein Gulli. Ach, sag bloß. Oh. Shit. Let's go. Achso, das ist die Schule, ja. Vor allem, ich weiß ja nicht, wie viele Leute überhaupt sind, dass sie das vielleicht überwachen könnten, die Stadt. Where is everybody? There should be guards patrolling. Genau das meinte ich. What? You disappointed? It's just strange is all. I think I see one. Over there by the door. Okay. Me and Kenny will sneak up, try to take him out quiet. The rest of you wait for our signal, then follow us over. Everybody got it? Seid ihr krank? Do this quiet. No shooting unless there's no other choice. Right behind you. Alter. Ich meine, hier wird das sicherlich noch mehr sein. What the fuck? Walker! In Crawford? Spannend. Ich glaube, das war's dann gewesen mit der Stadt. Das sind ja keine Wachen mehr. Die haben sich alle irgendwo an den Ort verpieselt. What the fuck is a walker doing inside here? Aber nicht nur... Ach, du Scheiße. Holy shit. Ja, so viel zu den strengen Regeln, ne? Das war's gewesen. Die Stadt ist auch nicht mehr sicher. Aber das Gute ist... Hier sind auch Walker drin. Ne, das ist nicht das Gute. Hier gibt es also keine wirklichen anderen Menschen mehr. Nicht mehr viele. Oh, zumindest. Alter, erschreck mich jedes Mal so. Fuck. Fuck. Do you think they saw us? Ich höre noch einen Walker. Your guess is as good as mine. Wir hätten sie vielleicht doch zu Hause lassen sollen. Verdammt. I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, you're so. Da steht die Prinzipien von Crawford. No, this is good. War da hinten gerade ein Banner.
Es ist gut. Es gibt keine Menschen mehr. We can deal with walkers easier than armed guards. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Come on. I think I know which way to head. Und solange wir ohne Walker sind, ist wunderbar. Ja, Ben, komm, Alter. Ich weiß schon, wen ich nicht mitnehmen werde. Da finde ich auch Molly mit. Molly ist cool. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt zur Auswahl steht. Ach, so krass. Also überall, wo ein X drauf ist, sind wahrscheinlich Infizierte drin. Haben sie wohl weggesperrt. Und irgendwo werden welche rausgekommen sein. Müssen wir da rein? Just keep moving. Ach, Gott sei Dank nicht. Here. Um wie viel wetten wir, dass die Olle stirbt? Bei dem Gang? Bei dem Nachtgang nach Ressourcen? Everybody in. Ich wette mit euch. Okay, es ist schon mal friedlicher, keine Walker-Geräusche mehr. Und es sieht so aus, als ob wir uns hier drin sogar selbst bewegen müssen. Ist jetzt eigentlich Umid ganz allein zu Hause? Oder im Haus? Oder haben sogar links einen Angriffsplan gemacht, Gruppe B oder so einen Wachplan? Armory, Ausrüstung. Wahrscheinlich verschlossen, war klar. Das ist sozusagen entweder ein Angriffsplan, Verteidigungsplan oder so ein Wachplan. Sieht das krass aus. Okay, so now what? Where do we start looking? Ich denke, die Alte weiß, wo es hingeht. Dann soll sie uns führen. Just give me a sec. Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. Where would be the best place to look for medicine? Krankenzimmer? Right here. Nurse's station. They were using it as a medical facility. How do you know that? woher weiß er das bloß? Makes sense, doesn't it? So then we just need a battery. This auto shop. It's right next door. Tja, was Molly wohl für ein Geheimnis hat? Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay, guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. Molly zusammen schon cool. Und hör zu. Wollen wir nicht zusammen gehen? Hä? What about me? What can I do? Hilf Ben. I need you to stay here with Ben and watch over our command center. I'm putting you in charge of it, okay? You're leaving me with Ben? I'm not leaving you with Ben. I'm leaving him with you. Understand? Oh, okay. Ah, wie putzig. Gut. Dann passt jetzt Clementine auf Ben auf. Und Leute, ich würde sagen, wir machen ganz kurze Pause und sind dann zum nächsten Part wieder von The Walking Dead. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich. Alter, das ist so spannend hier, vor allem da ja wirklich gar keine Menschen mehr sind. Echt interessant, aber früher oder später gewinnen die Walker immer. Oder die Toten. Alles klar, bis zur nächsten Folge von The Walking Dead Season 1, Episode 4. Bis dahin. Bye, bye.